Also wenn ich sowas höre, ne, also das ist ja wirklich... Da fasse ich mir dann auch mal an den Kopf. Was sagst du denn, Kürbisgedeihe? Ja, das fand ja unser Erdkundelehrer, fand das ja früher mal so witzig. Wenn einer irgendwas falsch beantwortet hat, dann hat er immer gesagt, mach mal so, fasst er dann an seinen Kopf, der andere macht er dann so und dann sagt er immer, und jetzt sprech mir nach, Kürbisgedeihe. Na, wie lustig der Mann war. Der Mann war so lustig. Ich muss schon wieder die Verbindung einmal trennen, zumindest zum Server. Warte mal, Headset geht leer. Awesome. Rated A for awesome. Das hat mich irgendwie schon mal in einem Let's Play. Aber da ist nicht das Headset leer gegangen, dass das Headset urplötzlich kaputt gegangen. Da hatte ich den Lord Levane bei mir im Let's Play zu Besuch. Das war ja der zweite Guest, den ich hatte. Ja. Der erste war ja hier der Liane. Kürzlich verstorben, genau. Der Liane, kürzlich verstorben. Norden, Süden, Westen, Osten, zu Hause ist am Boston. Hier, der Typ, der da in grün, Liane 90. Und ja. Ich weiß, seitdem ich ihn kenne, spreche ich diesen Namen falsch aus. Und ich werde das auch in dem nächsten Jahr nicht lernen. Lianji. Lianji. Nee, Lianji. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Echt? Hol dir mal einen anderen Namen. Nervig. Das ist bestimmt wieder von irgendeinem Anime-Scheiß oder so. Oder irgendeinem... Oh, Anime ist nicht scheiße. Ja, okay, also... Ich weiß nicht. Jetzt kommt's hier. Erst voll die freundliche Stimme und dann, wieso, Anime ist nicht scheiße. Ja, also irgendwie, doch, Anime ist irgendwie voll, Ich weiß nicht. Ja, was hältst du denn so von Animes? Guckst du sowas? Ich? Nee, ja. Nie gesehen. Das war gelogen, das höre ich, Alter. Nee, ich hab's echt nie gesehen, ohne Scheiß nee, jetzt. Nee, keine Animes? Nein, ich hab wohl mal irgendwo mal so eine Folge One Piece gesehen, hab ich mir so gedacht, ja, wer's mag, ne? Aber wirklich geguckt, ne? Oder musstest du früher schon, also ich will das jetzt nicht so direkt sagen, aber... Hä? Was du mir erzählt hast, was deine Eltern haben, musstest du da früher schon morgens um 6 Uhr raus und so? Oh, nee, da war's dann mehr freiwillig. So. Freiwillig ist schön, aber man hat getrunken bei mir. Ja, Andreas mit Sicherheit auch. Also, das ist mit Sicherheit auch so ein Fall, wo er dann gezwungen wurde. Ich meine, wenn er jetzt ja hier im Let's Play schon immer gezwungen wurde. Ja, so mit draußen helfen und so. Ach so, ja. Bei uns ist das aber auch nicht so ganz normal, weil, wie gesagt, jetzt hört man wahrscheinlich, wie ich am Headset rumfummel, weil ich Ladekabel reinstecke, also nicht wundern. Ah, geh. Halt. Hallo? Hallo? Stecker? So. Stecker? So. Schon fertig. Ich freue mich. Schnell. So. Ich weiß. Und sogar ohne das Headset abzusetzen. Oh. Ja. Oh. Krass. Ja, ne? Krasser Scheiß. Jedenfalls, das ist ja hier nicht so wie ein normaler Haushalt, wo es dann darum geht, dann helfen, gleich Müll rausbringen, sondern dass da wirklich dann meistens ziemlich wichtig ist. Ja, ja, ist klar. Und deshalb. Das ist deshalb, bei Trivolottas Eltern ist das ja eine ähnliche Situation, ja. Nur in einem etwas kleineren Maßstab. Können wir uns zusammentun. Ja, ihr beide auf jeden Fall. Aber das hatte ich dir ja schon mal so privat erzählt. Das hatte ich dir schon mal privat erzählt, dass das ich hab's nur so wieder vergessen. Ist. Oh. Ah, die Geschichte. Das verdrängt bestimmt. Da hatte ich dir gesagt, ihr ging das... So. Ja, ich hatte alles Unwichtige raus und für dich. Okay. Naja, da habe ich jetzt ja im Moment mehr von. Auch so bei World of Warcraft, die dann jetzt halt in der Situation im Moment sind. Die vergessen stellenweise ja wir sogar... Wir müssen alle Dragon Ball zählen. Woo! Ja, hier im Chat wollen sie gerade los und die Dragon Balls finden. Oh ja. Und, ne? Dragon Ball Z. Da gibt's auch dieses eine lustige Bild von wegen, wie Son Goku da sagt, give me all your power für diese Genki-Dama. Die super. Meinetwegen auch das. Und dann hier
ne, Chuck Norris hebt so seinen kleinen Finger und dann im nächsten Bild siehst du nur, wie diese explosive Feuerball da dann komplett gefüllt ist. Also es ist etwas lustig. Aber da gibt's echt geile Teile davon. So. Also ich muss mich da ja wirklich dann auch mal outen. Also Dragon Ball habe ich auch geguckt. Fand ich auch gut. Aber diesen anderen Quatsch, den meine Frau da guckt, also das ist nicht mein Ding. Du hättest das ja nicht gucken müssen. Du hättest es nicht gucken müssen. Vor allem, genau, weißt du... Genau, könnt ihr auch. Wenn euch das nicht gefällt, YouTube kann man das abschalten, so zur Info. Gibt's auch so ein paar Spezialisten, die checken das nicht. Ja, richtig. Die gucken ja Videos bis zum Ende und sagen dann, das ist scheiße. Das ist wie Gronkh, so. Und dann wundern sie sich, warum da am Ende ein Kommentar folgt. Ja, du kannst ja auch ausschalten. Nee, will ich nicht. Nee, er hätte ja zwischendurch... Zwischendurch hätte es ja nochmal besser werden können, ne? Ja, genau. Also bei mir gucken die Leute wahrscheinlich jetzt auch schon den fünften Tag in Folge und sagen, oh, ist der immer noch nicht fertig. Oh, ah, verdammt. Aber es hat damals geheißen, es hat zwischen mir und vielen Abonnenten so eine kleine Abmachung gegeben. Und zwar, dass ich nichts mehr offscreen mache. Denn ich habe damals die Monsterfalle, habe ich offscreen gebaut. Und da kamen dann so ein bisschen so die traurigen Smileys und so, dass ich halt doch was offscreen gemacht habe. Und dann haben viele drunter geschrieben, bitte mach nicht mehr was offscreen und so weiter. Und naja. Da musstest du denen das versprechen. Das heißt, musste, ich hab's einfach gemacht. Ja, das Versprechen, dass du nicht grün aufnimmst, meine ich. Dass ich was aufnehme? Dass du nicht mehr offscreen aufnimmst, das musstest du denen versprechen, das meinte ich. Ja, genau. Ja. Das heißt, er muss uns nicht mehr zuhören. Ja, also, tja. Also wenn dir das Gesabbel gefällt, dann... Willst, hau ab. Genau, dann hau ab. Du spielst mit deinem Offiziersposten in meiner Gilde, aber ist okay. Ne, also deswegen, die Zuschauer, die ich ja habe, das sind ja eigentlich alles Leute von meiner WoW-Gilde. Ne, also die besteche ich ja. Nicht mit Gold, sondern damit, dass sie weiter bei mir raiden dürfen und so weiter. Ne, also dass sie auch in der Gilde drin bleiben dürfen und so. Damit besteche ich dann ja immer gerne. Ja, gewusst, wie spart Energie. Ja. So ist ne? das. Du solltest mal auch zu deinen Clan-Leuten solltest du ja auch mal sagen, hier, ne, ihr guckt da jetzt überall zu. Ach, ich lass dir nicht drohen, ne, was? Ach so, lass dir nicht drohen, ja. Zeig ihn doch zusammen hier. Genau. Plop. Du solltest hier beim XTC-Clan, ne, wie hießen die nochmal? ETX, bei denen solltest du vielleicht auch mal drohen, ne? Hier, guckt alle meine Videos. Ansonsten verteile ich hier mal ein paar Headers und so, ne? Aber das Problem ist, dass ich da nicht so deutlich viel Einfluss habe, deswegen, ich bin ganz normaler User, nix irgendwie. Also wenn ich einen eigenen Clan hätte, dann wärst du bei mir nicht ein normaler User. Ich weiß, aber ich bin normaler User, weil du wärst cool. Gebannt bei mir, ja. Okay. Kann ich verstehen und respektiere ich. Ja, dann ist gut. Das ist genauso, ne? Also hier der Clan von dem guten Grandel da in Battlefield 4, hätte ich beinahe gesagt. 3. In Battlefield 3. Der ist ja auch so gut. Man wird vom Server gekickt, weil man eine Waffe benutzt hat, die man noch nicht mal freigeschaltet hat. Ja, das war aber auch komisch, ehrlich gesagt, weil eigentlich war die Waffe auch nicht auf der Liste, wofür man halt gekickt wird. Aber Das nächste Ding ist, ich habe dann hinterher, während wir darüber gesprochen haben, habe ich dann ja nur in meinem Battlelog nachgeguckt. Die Waffe habe ich noch nicht mal freigeschaltet. Da fehlen mir nämlich noch, glaube ich, Klassenpunkte oder irgendwas fehlte mir dafür. Also die Waffe, mit die ich benutzt haben soll, die hatte ich nicht mal freigeschaltet. Guck mal, da geht's hier weiter. Als ob er uns rauswirft. Nein, ich glaube nicht. Erst nach dem Gildentreffen. Wenn sich einer daneben benimmt. Genau, wenn sich einer benehmen nimmt. Wenn einer kotzt, ja. Ne, dann... Ja. Morgen bist du den Gilden los. Ja, aber vielleicht hat man das ja auch nach dem Gildentreffen, dass die Leute plötzlich nicht mehr online kommen. Weil die dann in der Nähe vom Heilanstalt sind oder ähnlichen. Senatorien. Ah, Creeper, das ist ja geil. Na, jetzt, wo du ihn nicht mehr brauchst. Jetzt, wo er ihn nicht mehr braucht. Tschüss. Kann ich dir helfen? Vielen Dank. Ah,
Skelett hat ihn abgeschossen und hat eine Disc gedroppt. Da ist noch ein Creeper da oben. Oh. Und ein Enderman. Hey. Mr. Enderman. Woo! Music Disc, wie craftet man sich einen, wie heißt das? Jukebox. Craftet man sich so einen Music... Ja, Jukebox, genau. Geh erstmal in den Dreh. Ist das schon wieder rabbelig oder was? Ach, das Ding von dem Video. Ja. Ich bitte wieder rabbelig, ich muss erstmal einen drehen. Eine Jukebox habe ich drüben in meinem Haus. Und das kann sein, dass ich die Schallplatte schon habe, weil in meiner Mobfalle konnte ich so viele Schallplatten eine Zeit bekommen, dass ich fast alle Schallplatten eigentlich habe. Dann gibt es bei mir in meiner Bude gleich Disco. Ja, für so ein Dingens brauchst du einen Diamant und ich will zurzeit nicht unbedingt die Diamanten rausschleudern, weil ich meine Items nämlich aktuell nicht mit Better Enchant reparieren kann, sondern dafür Diamanten brauche. Falls du dich erinnerst, den einen Abend, hier Teamspeak und so, und wie wir denn das mit dem Forge da ausprobiert haben und bei allen ist denn der gleiche Fehler gekommen, nachdem sie genau die gleichen Mods hatten wie ich, in der gleichen Version. Ja. Kann ich mich dran erinnern, so vage. Ja, dann ist ja gut. Was? Ach, Tribolo, wir sind doch voll normal, die anderen sind nur komisch, aber nicht haha komisch, Nachti. Okay. Nicht verstanden. Alle anderen sind komisch, aber nicht haha komisch. Oder? Ich glaube, ich weiß, wie er das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich sitze hier auch gerade und überlege, hä? Soll man euch das nicht erklären? Ich habe jetzt auch gerade irgendeinen Schwachsinn gebaut. Irgendwie, ich bin auch leicht... Nein, doch, ist richtig. Na, was denn nun? Richtig oder falsch? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Siehst du, wenn das Licht angeht. Komisch, dieses... Gott, bin ich dumm. Ja. Und der Stream lag. Ja. Hey, Creeper! Komm her. Bei mir. Mäuschen, komm her. bei mir lagt der Stream, by the way, dich. Das Licht dann an Twitch. Oh nein, das ist ja echt süß. Er hat ein Loch reingehauen. Oh. Ein Stein ist weg. Da kommt ein Stein. Ja, also ich schaue mir gerade. Ich schaue gerade. Also ich gucke auch bei mir in den Stream. Also bei mir läuft er auch astrein. Also lackfrei. Bei mir auch. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, also ich kann mich auch nicht beklagen. Also das liegt denn wirklich an Twitch. Jetzt kann ich den ganzen Quatsch nochmal abreißen, weil ich einen zu niedrig gebaut habe. Das Einzige, was nur stellenweise ein bisschen merkwürdig ist, ist das mit den Blöcken, dass manchmal die Blöcke stehen bleiben. Das ist Alter, weißt komisch, du was? Ey. Ich mache mir jetzt eine Stone, Cobblestone, wie heißt das? Axt. Gib mir auf den Sack. Und die Frames droppen ab und an mal ein bisschen. Also ich gucke immer mal wieder rauf, aber das ist halt dann wirklich, wie gesagt, wenn Dingens hier wieder einen neuen Part anfängt. Das ist dann halt so. Kann man nicht anändern. Wie gesagt, kannst du abstellen. Doch. Ja, werde ich nachher auch wohl dann mal tun, wenn ich die Einstellung finde. Aber da kannst du mir dann bestimmt mal helfen. Was kann ich das Geld, wenn man Twitch-Partner ist? War, ja. Ist halt keine Ahnung. Ja? Weiß ich nicht. Ich bin kein Twitch-Partner. Wär ja wohl dumm, weil sonst würden so ein paar Leute es nicht drauf anlegen, Twitch-Partner zu werden. Okay, aber ja. Geh mal davon aus. Weiß ich nicht, also ich habe gar nicht irgendwie gewusst, dass man Twitch-Partner werden kann, so richtig. Kann man, aber da braucht man einen Haufen Follower und einen Haufen User pro Stream. Okay. Du wirst wohl kein Partner werden. Na, wer weiß das? Wer weiß das schon? Das kann ja wohl nochmal passieren, aber ein... Morgen nicht. Nee. Also ich wusste, dass man irgendwie so eine Art kleine Partnerschaft braucht, wie es YouTube ja auch macht, um in HD, also in wirklich 1080p hochzuladen. Ja. So, das habe ich ja erreicht. Ich mache zwar nur 720, weil wegen meine Internetleitung dankt es mir, besonders wenn ich was online spiele. Ja. Jo. Brauch noch Sprucewood, Sprucewood, Oakwood. Ich glaube, ich gehe gleich mal ein bisschen Holz farmen. Müsste hier eigentlich überall genügend rumstehen, ansonsten... Deshalb, ja. Guck mal in eine Ender-Chest. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ja, da kann ich ja nicht rein, die ist ja für dich gelockt. Ach, die ist für mich gelockt. Achso. Ach ja, stimmt. Ja. Sekunde, dann komme ich mal rüber. Geflitzt, gestratzt. Oh,
Haben wir jetzt ein paar Bäumchen. Steht 3-1 für Dortmund. Dortmund. Ja, hör mal, Dortmund. Hör mal, Dortmund hier. Wäre wohl witzig, wenn da im Finale Bayern gegen Dortmund gespielt wird. Dann lache ich aber hier richtig hart. Wird bestimmt. Ich glaube, das wäre das erste deutsche. Die erste deutsche Begegnung seit. Boah. Deutsch-deutsche Battle. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal deutsch-deutsche Begegnung so in der Champions League hatten. Beziehungsweise halt ehemals Pokal der Landesmeister. So hieß es ja früher mal. Pokal der Landesmeister. Das kennst du gar nicht mehr. Du kennst auch gar nicht mehr die 2-Punkte-Regel, ne? Danke.